Herzlich willkommen zu unserer 20. Ausgabe des Sarcast. Wir feiern wieder Jubiläum hier an diesem wunderschönen Montag, den 24.04. Ja, und wir sind wie immer das goldene Duo aus Patrick Rain meinerseits und dem Afro-Taker. Hallo! Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass wir es wieder geschafft haben. Das ist ja in letzter Zeit gar nicht mehr so selbstverständlich, aber wir sind wieder da, wir sind pünktlich live und wir haben wieder eine Menge geile Matches und solche, die es noch werden wollen. Ja, welche Matches wollen denn heute hier gefeiert werden? Da haben wir gleich mal 4 Stück an der Zahl, die alle tatsächlich auch 8 Brote von uns bekommen haben. Also durchaus ein Grund zum Feiern. In dieser Periode, in der wir uns befinden, ist das der 14.04. bis zum einschließlich 20.04. Dort haben wir 73 Matches gesehen. Ja, und wie gesagt, von diesen 73 Matches haben wir es 4 in dieser Sendung geschafft. Wie ihr vielleicht wisst, auf den sozialen Medien, also Twitter, Instagram und Facebook, gibt es jetzt unsere Top 3 einer Show, wenn es denn 3 Top-Matches gegeben hat. Beziehungsweise unsere besten 3 Matches einer Show. Für ja, Matches, die es nicht in diese Sendung geschafft haben, die zum Beispiel nur 7, also nur, sage ich jetzt in Anführungszeichen, 7 Brote bekommen haben, aber dennoch erwähnenswert waren. Da folgt uns doch einfach auf den sozialen Medien, denn dann könnt ihr hier einige Matches sehen von den 1541, die wir in diesem Jahr alleine schon geguckt haben. Das ist beim Afo 1127 und bei mir sind es 1139. Da kommen wir wieder ran. Der Afro-Taker und darf jetzt gleich erstmal mit unserem ersten Top-Match der Woche beginnen und es geht, Überraschung, Überraschung, nach Japan. Tja, wer hätte es gedacht, an der Stelle blende ich auch mal die Liste ein und idealerweise auch gleich das Match, um das es heute hier bei uns geht. Da muss ich nur mal wieder kurz hier den Bildschirm anpassen. Ja, wir sprechen heute über ein Match vom Pro Wrestling Noah, und zwar war das bei der letzten größeren Show Green Journey. In Sendai hat das stattgefunden am 16.04. War gar nicht so leicht, neben dem Reden hier das noch nebenbei zu machen, aber ich habe es gleich soweit, dass man auch im Stream die Wertung sehen kann. Man muss also nicht nur mir und meinen Worten Glauben schenken. 8 Brote hat es tatsächlich gegeben für, und das finde ich besonders geil, das Match um den Global Honored Crown National Title, um den in Japan ein Mexikaner und ein Schotte gekämpft haben, nämlich Hijo del Dr. Wagner Jr. und Jack Morris, die beide noch gar nicht so lang bei Noah dabei sind. Ich glaube, es ist noch nicht mal ein ganzes Jahr. Hijo del Dr. Wagner Jr., glaube ich, ist sogar erst seit ein paar Monaten da. Der Morris war ja schon beim N1 Victory dabei. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Ich habe heute einen harten Tag gehabt. Ja, die haben mich beide am Anfang, ehrlich gesagt, nicht so überzeugt. Dann haben sie den Morris in letzter Zeit doch etwas gepusht und jetzt aber den Dr. Wagner Jr. auch. Ich hätte mir trotzdem nicht gedacht, dass das so ein geiles Match wird zwischen den beiden. Also der Morris ist sowieso ein sensationell, wo der auf einmal herkommt. Wie gesagt, der ist aus Schottland. Der war bei ICW, die kennt der ein oder andere vielleicht noch. Von denen hört man ja mittlerweile kaum noch was. Ist auch aus deren lokaler Schule, wenn mich nicht alles täuscht. Und der war sonst vorher noch nirgends wirklich aktiv. Umso beeindruckender, was der mittlerweile schon in der Lage ist zu leisten. Es war tatsächlich, ist das ja auch ein ziemlicher Stilmix, den es hier gibt, nämlich nicht nur den europäischen und den Lucha Libre Stil, sondern man muss ja das Ganze auch nochmal in Japan bringen und das habe ich dann nochmal beeindruckender gefunden, wie sie das geschafft haben. Vom Aufbau her, finde ich, war es eher ein bisschen ein Lucha-Stil mit so Pro-Wrestling-Einflüssen. Das war nämlich so ein, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Psycho-Clown-Match bei AAA zum Beispiel gesehen hast oder generell die großen Main-Events, die es bei Triple Mania früher gegeben hat oder die auch CMLL manchmal bei der Anniversary-Show hat. So ein Lucha-Match, wo es wirklich brutal zugeht, aber mit so einem Aufbau zum Finish, wo es dann auch Near-Falls gibt. Das ist ja im Lucha-Libre gar nicht so oft. Und das haben die zwei da echt super hinbekommen. Also
Ja, ich glaube, jetzt habe ich genug monologisiert. Das war wirklich geil und auch wirklich was ganz Besonderes. Sowas sieht man echt nicht oft. Ja, ich habe dieses Match leider wieder nicht sehen können, so bei Noah und DDT. Ja, da hinke ich ein wenig hinterher, aber beide sagen mir was. Also ich und der Dr. Wagner Jr. ja auch ein paar Mal gesehen, den Vater noch, glaube ich, etwas besser in Erinnerung bei Lucha Underground. Also ich verwechsel ihn jetzt mit einem anderen legendären Luchador, dann möge man mir verzeihen. Ja, Jack Morris haben wir auch schon einige Male hier im Sawcast angesprochen, auch immer wieder lobend erwähnt. Und ja, wenn du erzählst, dass das so ein Stilmix ist, dann interessiert mich der auf jeden Fall schon mal. Ja, Jack Morris bei ICW, wie du gesagt hast, hat 2017 seine Karriere erst gestartet. Ebenso im britischen Raum. Und eher in so kleineren Ligen, wenn ich das so sehe, jetzt bei Noah seit letztem Jahr. Ja, da kann man ihm nur wünschen, dass er vielleicht auch mal, wie so viele Leute in letzter Zeit schaffen, auch mal seinen Showcase bei AEW oder Ring of Honor bekommt. Dass ihn da doch noch ein Großteil der Masse sehen kann. Gegönnt sei es ihm. Ja, genauso wie ich mir auch die gute Bewertung beim nächsten Match gegönnt habe. Tja, und das ist ein Match von Impact's Rebellion Show, die am selben Tag stattgefunden hat. Und auch da gab es ein 8-Brote-Match. Hier war es ein Freeway um den X-Division-Title zwischen Trey Miguel, Jonathan Gresham und Mike Bailey. Und was ich hier besonders beeindruckend gefunden habe, war, dass das Match eigentlich, ich sage jetzt mal, nur eine Viertelstunde ging. Finde ich jetzt nicht so viel für ein Pay-Per-View-Match mit drei Leuten. X-Division ist ein bisschen ein höheres Tempo, das kommt dann natürlich auch dazu. Aber insbesondere der Gresham, aber sicher auch die anderen zwei, von denen weiß man ja, dass die auch lange Matches sehr gut gehen können. Der Stil von Gresham ist ja gewisserweise dafür gemacht. Würde man bei Mike Bailey jetzt vielleicht nicht unbedingt denken, aber da gab es ja das Alexander-Match letztes Jahr, auch noch nicht so lange her. Und der Trey Miguel ist auch ein großartiger X-Division-Champion bis jetzt in diesem Jahr. Also ich glaube, dass die sogar noch einiges mehr leisten könnten, wenn die noch ein bisschen mehr Zeit bekommen hätten. War in dem Fall nicht so, aber wie gesagt, Viertelstunde reicht ja auch. Das war wirklich geil. Vor allem eben, weil auch, jetzt erwähne ich es nochmal, aber Gresham und Bailey sind ja jetzt schon ein paar Mal bei Impact aufeinander getroffen und das war jedes Mal einfach so kurz. Oder dann war es in der Pre-Show oder immer irgendwas, wo man sich gedacht hat, naja, irgendwie ist das jetzt nur so auf Halbmast. Aber hier war das echt cool. Und auch die Aktionen, also den Michinoku-Driver, den du da nochmal erwähnst in den Notizen, kann ich mich auch erinnern, er war schon ziemlich geil. Auch ansonsten sicher eins der besten Impact-Matches in diesem Jahr bis jetzt. Ja, da gab es wieder diesen kurzen Stich in der Brust, als du dieses Pre-Show-Match erwähnt hast. Ja, gibt den beiden mehr Zeit und nicht irgendeinem komischen Bully Ray-Match, der wieder eine halbe Stunde braucht. Nein, wir sind ja ein positiver Podcast, da will ich jetzt nicht schon wieder meckern. Ja, ich kann dir nur beipflichten, ein wunderschönes Match hier. Ja, auch ein bisschen kurz eben, es war ja auch noch ein Elimination-Match. Da kam die erste Eliminierung doch etwas früh, auch wenn sie doch recht clever gemacht war. Mit einer schönen Kombination hier, die hier eiskalt ausgenutzt worden ist. Generell auch, ja, gab es ein paar schöne Verknüpfungen. Es gab da einen Ansatz, eines Art Figure 4 oder Scorpions, der dann umgesetzt wurde, indem der andere Gegner mit einem Dragon Screw weggeschickt worden ist und diese Drehung dann eben für die Submission reinging. Das war auch sehr, sehr kreativ. Und es war ein Three-Way, wo ein One-on-One tatsächlich gar nicht schlechtes war, weil das ist ja so ein bisschen immer so ein Makel an diesen Three-Ways oder Triple-Threat-Matches, dass man immer so Single-Match-Phasen hat und man sich doch ein bisschen mehr untereinander wünscht, aber gerade bei den Teilnehmern hat das dem Ganzen keinen Abbruch getan, fand ich. Ja, wir bleiben beim 16.04. Das ist wirklich der mit Abstand stärkste Tag in dieser Woche. Dort fanden nämlich New Japan Pro Wrestling und Collision in Philadelphia statt.
Hier gab es auch wieder ein 8-Brote-Match, angefangen mit Alex Kachlin gegen Tracy Williams. Ein wunderschönes technisches Match hier von den beiden. Also alle geilen Matches diese Woche am selben Tag. Ja, und dann auch noch mit 8 Broten und das ist unsere 20. Show. Jetzt kann man sich da hier einen Aluhut aufsetzen, irgendwelche Theorien Verschwörungstheorien rausbringen. Was hier aber keine Verschwörung ist, ist dieses Match wunderbar technisch. Zum Tracy Williams geht vielleicht ein wenig unter in dem neuen Ring of Honor. Obwohl es da ja auch schon ein schönes Tag-Team-Match gab mit Red Siders gegen Aussie Open, so ist es ja nicht. Aber alleine konnte er auch zeigen, dass er zu Recht mal Ring of Honor Television Champion war und ein Alex Kachlin. Ja, der ist ja auch noch recht neu. Jetzt von der neuen Rookie-Generation ist er ja quasi ja, die zweite Generation eigentlich schon. Aber ja, findet so langsam zu sich, jetzt auch gerade mit seinem wunderschönen Schnauzbart. Ich glaube, da hat auch seine ganzen Kräfte drin, die er auch gezeigt hat. Also was es da für Kraftdemonstrationen gab von Kachlin, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, Williams ist jetzt kein allzu schwerer Gegner, aber wie er sich da, es war ein Suplex aus dem Liegen hinauf zum Knien, hinauf zum Stehen und dann wurde der noch kurz gehalten, also Hut ab. Das war voll geil, das hat der schon bei Ring of Honor auch gemacht. Also da sind mir beim Zugucken alle Bänder gerissen, aber er hat es einfach durchgezogen, also Respekt. Und gerade diese ja, eher simpleren Aktionen, sei jetzt mal die Basics, die fand ich sehr kreativ. Es gab zum Beispiel einen ja, normalen Headlock-Ansatz und dann befreit sich Kachlin einfach daraus, dass er sich hochstreckt und dementsprechend dieser Headlock nicht mehr durchgeführt werden kann. Es ist so simpel, aber trotzdem so clever gemacht. Also ich fand das wirklich, wirklich schön hier. Ein bisschen, ja, das größte Negative hier war einfach, dass der Fokus doch ein bisschen zu sehr auf der Matte lag. Da war die Matte irgendwie nicht zu heilig. Also es gab zwar ein paar ja, schöne Supplesen und so weiter, aber ich glaube, man könnte sagen, so 90% des Matches fanden dann doch auf der Matte statt. Da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Abwechslung und dann wäre ich ja auch bei mehr Broten noch. Möchtest du noch was hinzufügen zu diesem Match? Na, ich bin voll und ganz zufrieden damit, dass ich auf den Suplex nochmal eingehen konnte. Ansonsten, Tracy Williams ist ein bisschen unterschätzt momentan. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass der das Riesenpotenzial hätte, aber ziemlich geil. Also ich hätte mal gedacht, dass das so ein Match wird, was halt auch auf der Card ist, eher zum bisschen runterkommen, aber im Gegenteil war es eins der besten auf der ganzen Card. Ja, was ein Match da nur folgen konnte, war das Junior Tag Team, wollte ich schon sagen, gerade mit dem folgenden. Natürlich das Tag Team Match der Heavyweights, sage ich jetzt mal, Aussie Open, habe gegen Lio Rush und Tomohiro Ishii, konnte ich diesen Namen noch falsch aussprechen, einer meiner Lieblinge. Ja, auch hier 8 Brote für dieses Tag Team Match. Also die Stile und die Staturen, die haben hier perfekt gepasst. Rush natürlich, Rush, sag ich schon, Rush. Das geht mir der Luchador schon nicht mehr aus dem Kopf. Rush natürlich mit seiner Geschwindigkeit kann hier gegen ja, den schwereren Davis agieren. Nur ein bisschen schwindlig laufen. Ishii dann natürlich mit seinem Strong Style und seinem Hau drauf, der da Davis ein wenig dann auch noch ja, ein bisschen Kante geben kann, wenn der mit seiner Kraft überwältigt. Dann hat man noch einen Kyle Fletcher, der auch nicht der langsamste ist und auch technisch unterwegs ist und so gegen Ishii ergehen konnte. Also es war schon sehr, sehr gut gemacht. Genauso wie der Versuch des Moonsaults. Wir sind ja schon in den letzten Ausgaben darauf eingegangen, dass sich Kyle Fletcher bei 2 Moonsaults recht nah beieinander bei Matches irgendwie beinahe den Schädel ja, aufgeschlagen hätte. Und auch hier wollte er diesen wieder versuchen und wurde zum Glück von Mark Davis daran gehindert. Und Kyle Fletcher erfreut sich doch noch allerbeste Gesundheit. Da können wir Mark Davis nur dankbar sein. Das war auch sehr, sehr gut eingebaut hier. Und Lio Rush und Ishii habe ich hier zum ersten Mal im Tag-Team erleben können. Und ich fand, die hatten eine sehr, sehr gute Chemie. Die haben sich gut ergänzt hier. Ja, was ich hier als einziges jetzt kritisieren kann, ist, dass es so kleine Timing-Probleme gab.
also wirklich im Meckern auf hohem Niveau ist das jetzt. Und es gab eine Phase, wo Aussie Open etwas kontrolliert haben und das war so ein bisschen, ja, es wirkte eher wie ein bisschen Zeitstreckung. Dementsprechend nur, in Anführungszeichen, die 8 Brote, aber dennoch ein sehr, sehr spaßiger Kampf hier. Ja, da gehe ich mit. Das mit dem Moonsault war wirklich sehr, sehr geil. Und auch ansonsten, Leo Rush und Tomohiro Ishii ist auch so ein Team, wo man vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen würde, dass es so gut funktioniert, aber es hat sehr gut funktioniert. Ja, ob denn auch in der kommenden Woche so viele gute Matches dabei sind, das werden wir natürlich sehen. Kommen wir zur Preview der Ausgabe, die dann doch langsam erste Anzeichen zeigt, dass der WrestleMania-Hype vorbei ist. Wir reden jetzt erstmal über den 24.04. natürlich wieder von heute bis zum 30.04. Und da fängt der liebe Afro-Taker wieder an und Überraschung, Überraschung, es geht nicht nach Japan. Tja, ich bin diese Woche wieder dran mit All Elite Wrestling's Dynamite am 26.04., wo es schon wieder eine ziemlich fette Card gibt. Angeführt von einem Match um den International Title, der ja mittlerweile mindestens zweimal pro Woche auf dem Spiel stehen muss. In dieser Woche gibt es tatsächlich Orange Cassidy gegen den zurückkehrenden Bandido und das hat unheimlich viel Potenzial. Da freue ich mich diese Woche schon fast am meisten gleich drauf. Darby Allin tritt an gegen Sammy Guevara in einem weiteren Match des Four Pillars Turniers und wenn mich nicht alles täuscht, darf der Sieger dann schon gegen MJF antreten. Also auch da ist schon einige Spannung mit drin. Dann gibt's ein Tag Team Match. The Butcher und The Blade werden antreten gegen Kenny Omega und Konosuke Takeshita. Dax Harwood gegen Jeff Jarrett, das wird ein Match für den Patrick. Und dann gibt's ein Match für mich, den Jade Cargill den TBS-Titel verteidigt gegen Taya Valkyrie. Es wird großartig. Am 27.04., das hat der Patrick ausgegraben, veranstaltet Demand Lucha ihre Lucha Palooza Show, wo es immerhin Gringo Loco gegen Commander geben wird. Also Gringo Loco haben wir ja gerade erst gegen Hijo del Vikingo gesehen bei Ring of Honor, wenn ich jetzt nichts verwechsel, der kann schon was. Und Commander, denke ich, kennt mittlerweile jetzt auch letztendlich jeder. Insofern ein durchaus spannendes Match. Genauso wie es am 30.04. eine Republic of Lucha Show geben wird. Das ist die Promotion, nenne ich es jetzt einfach mal, von den Lucha Brothers, die hier natürlich auch dabei sind. Ray Phoenix tritt an gegen Mike Bailey und Pentagon Jr. darf sich gegen Jacob Fatu versuchen. Dann gibt es aber auch noch einige andere Matches, die echt cool sein könnten. Kid Bandit gegen Mio Yamashita, die ist immer noch in Amerika. Dann haben sie Daga wieder ausgegraben, der war ja ewig in Mexiko und dort auch nur bei kleineren Promotions. Gegen Konosuke Takeshita, Ares wird wrestlen gegen Christopher Daniels und Kevin Blackwood gegen Sonny Kiss, den gibt es auch noch. Ja, und wenn ich jetzt mal so genau hingucke, fange ich dann mal an mit der vielleicht größten Show in dieser Woche. Und zwar hat WWE NXT ja quasi einen kleinen Pay-Per-View on Live-TV mit dem Namen Spring Breakin. Dort stehen nämlich einige Titel auf dem Spiel, angefangen natürlich mit dem NXT ja, World oder Main-Title. Carmelo Hayes, der neue Champion, hat seinen ersten Herausforderer in Grayson Waller gefunden, also die beiden Cookie Heels treffen hier aufeinander. Dann muss auch Indi Hartwell ihren NXT Women's Title zum zweiten Mal verteidigen. Diesmal geht es gegen die vorherige Championess Roxanne Perez und Tiffany Stratton, die sich hier auch noch rein geflippt hat. Und dann wird es ein ganz besonderes Match geben, ein Trunk Match. Ja, hier wird nicht getrunken, sondern der Gegner muss in einen, na, wie heißt es denn, hinten im Auto, wenn ich doch nur Deutsch könnte, der Kofferraum natürlich, der Gegner muss in einen Kofferraum gebracht werden, also quasi ein Sargmatch mit einem Kofferraum. Und natürlich sind da Tony D'Angelo und Channing Lorenzo mit dabei, die beiden Mafiosi, die ja Pretty Deadly schon mal entführen wollten und jetzt tragen sie es in einem Match miteinander aus. Dann wird Andre Chase die Ehre seiner University verteidigen, Bron Breakker,
der ja frisch auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ist. Und dann gibt es auch noch ein Match ehemaliger Tag-Team-Partner Brooks Jensen und Kiana James treffen auf Josh Briggs und Fallon Henley. Also da ist auch einiges in die Binsen gegangen. Und dann gibt es noch durchaus interessante Ladies-Action mit Cora Jade gegen Lyra Valkyria. SmackDown, dort wird es auch ein großes Match geben am 28.04. und zwar ein WrestleMania-Rückmatch. Kevin Owens und Sami Zayn verteidigen ihre Titel gegen die Usos. Mal gucken, ob es hier auch wieder 50 Superkicks gibt. Dann haben wir auch hier ein Match der Damen Sonya Deville gegen Zelina Vega, die wir dann, glaube ich, nächste Woche nochmal in unserem Preview-Teil hören werden. Und an diesem Freitag beginnt auch der WWE-Draft, der dann bei Raw weitergeht. Da wird es bestimmt einige auch von NXT nach oben ziehen. Ebenso am 28.04. beziehungsweise am 27.04. dürfte es dann sein, gibt es wieder Impact Wrestling. Und hier gibt es auch ein Titelmatch. Jeder hat die Chance hier. Deonna Purrazzo verteidigt gegen Taylor Wilde. Und dann gibt es nochmal ein Match, das man auch gleich mal um den Knockouts-Titel eigentlich hätte booken können und vielleicht ein Number-One-Contenders-Match wird. Jordan Grace gegen Masha Slamovich. Also hier gibt es Big Meaty Women Slapping Meat und auch Tag-Team-Action gibt es wieder bei Impact. ABC, also Ace Austin und Chris Bane Bay heißt der Gute, treffen auf Allen Angels und Kron von The Design. Tja, und damit geht's zurück nach Japan, wo wir heute noch nicht wirklich waren. Im Preview-Teil zumindest nicht. Das wird jetzt nachgeholt. All Japan Pro Wrestling macht weiter mit dem Champion Carnival. Den habe ich ja vor, ich glaube, 3 Wochen sehr gehypt. Mittlerweile muss ich sagen, der ist bis jetzt in diesem Jahr leider doch recht enttäuschend. Aber das ein oder andere gute Match ist dabei und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es das auch weiterhin noch geben wird. Am 25.04., also morgen, gibt es Kento Miyahara gegen Satoshi Kojima. Das klingt ja schon mal ziemlich gut. Dann wird es aber auch Manabu Soya gegen Shuji Ishikawa geben und Ryuki Honda wird gegen T-Hawk von den Strong Hearts antreten. Also 3 Contender auf vielleicht doch wieder bessere Matches. Am 30.04. gibt es dann die nächste Show. Da gibt es unter anderem Manabu Soya gegen Takao Omori und es gibt Shuji Ishikawa gegen Shotaro Ashino. New Japan Pro Wrestling veranstaltet auch einige Shows. Die Road to Wrestling Dontaku ist bereits am Laufen. Hier gibt es die nächste Show am 27.04., also die nächste Show mit interessanten Matches, wenn es nach uns geht. Da gibt es nämlich gleich 2 Title-Matches. Unter anderem verteidigt Hiromu Takahashi den Junior Heavyweight-Title gegen Yoshinobu Kanemaru. Und Catch 22 werden auch die Junior Tag-Titles verteidigen gegen die Jet Setters. Das ist das mehr oder weniger neue Tag-Team aus Kevin Knight und Kushida. Ebenfalls bei dieser Show gibt es ein Singles-Match zwischen Doki und Tetsuya Naito, was zumindest potenziell doch sehr spannend werden könnte. Und es gibt Sanada und Taichi gegen Bushi und Shingo Takagi, was zumindest 3 ziemlich gute Wrestler sind, oder sagen wir 2,5. Ja, am 29.04. gibt es dann eine weitere Show von New Japan Pro Wrestling, Satsuma no Kuni mit einem Match um den King of Pro Wrestling Title im Main Event. Shingo Takagi verteidigt nach dem ewig langen Match gegen Aaron Henare jetzt gegen Taichi. Zudem wird der Titel sehr, sehr gut passen, aber ich will da jetzt mal nichts verschreien. Und auch die Tag Titles stehen auf dem Spiel, wenn Aussie Open gegen TMDK antreten in Form von Mikey Nichols und Shane Haste. Ja, die Australier sprechen ja Englisch. Das nutze ich für meine Überleitung zu meiner Englisch-Ecke, also zumindest zur Hälfte. Progress veranstaltet wieder eine Show am 28.04. Kapitel 152 for the Love of Progress. Und hier wird es ein 8-Man-Tag-Team-Match geben mit einem Stable, von dem ich auch erst zur Recherche diese Ausgabe erfahren habe, dass es gibt. Dominatus Regnum
Das ist das Stable um Spike Trivé, Bullet und Charlie Sterling und Nick Reilly. Sie treffen auf Axel Tischer und Big Demo, also Sanity und die Sunshine Machine, Chuck Mambo und TK Cooper. Jetzt gibt es auch bei Progress Stables. Und dann haben wir hier noch zwei Singles-Matches angefangen mit einem Warren Banks-Match. Der trifft auf Tate Mayfairs und Leo Rush ist auch hier wieder zu Gast. War auch schon die letzten paar Shows dabei und trifft auf den Heavyweight Cruiserweight Luke Jacobs. Dann gehe ich doch mal raus aus England in die Staaten einen Tag später. Too Cold to Hold heißt es bei Black Label Pro und hier wird nicht nur Too Cold Scorpio ein Match haben, sondern auch Shigehiro Irie gegen Joshua Bishop. Das sind auch zwei Brocken, die hier aufeinandertreffen. Und dann gibt es noch Billy Starks gegen Sky Blue in einem, ja, quasi AEW Dark Guest Match, wenn man es denn so bezeichnen möchte. Und auch Lee Moriarty schaut vorbei, der sich auch so in den Independents als Experte für Intergender Matches herauskristallisiert hat. Trifft hier auch Shaza McKenzie. Und damit geht's zurück nach Japan. Auch die Yoshi-Ecke ist in dieser Woche ziemlich klein. Immerhin startet aber Stardom die Golden Week Fight Tour. In Japan ist die Golden Week ja eine ganze Woche mit einem Feiertag nach dem nächsten. Das wäre für uns auch mal ein spannendes Konzept, finde ich. Stardom begeht diese Feiertagswoche mit einer ganzen Tour und da gibt's unter anderem am 29.04. den Tourauftakt mit einem ziemlich geilen Main Event, nämlich 7-Up gegen Hazuki und Mayu Iwatani. Und dann wird's auch ein Six-Man-Tag geben mit Club Venus, zu denen ja jetzt auch Waka Tsukiyama gehört, gegen die Cosmic Angels, zu denen mittlerweile, glaube ich, auch Saori Anu zählt. Also das sind schon mal zwei sehr spannende Ansetzungen. Dann gibt es natürlich einen ganzen Haufen Multiman-Matches, die ich nicht vorlesen werde, aber es gibt die zweite Show dieser Tour, die auch noch in dieser Woche stattfindet, am 30.04., also diesen Sonntag, mit dem Main-Event zwischen Meltier gegen Ruaka und Starlight Kid, also auch hier drei sehr geile Wrestlerinnen in einem Tag-Team-Match. Dann gibt es ein Match von Waka Tsukiyama und Yuna Mitsumori gegen das Team aus Hanan und Sayaida. Klingt jetzt vielleicht nicht so großartig, aber wenn man die Vorgeschichte kennt, dann weiß man, dass das schon ein gewisses Potenzial hat. Konami wird ebenfalls wieder bei der Show dabei sein und auch ansonsten das gesamte Roster, weil ich habe hier ein Six-Man-Tag neben dem nächsten Eight-Man-Tag. Ja, die Tour beginnt und wir freuen uns drauf. Ja, gerade nach dem recht starken All-Star Grand Queen, dann wird es doch interessant zu sehen sein, wie es bei Stardom weitergeht. Ja, und am Ende der Show, fast schon als typische Rubrik, kommt wieder Patricks Independent-Ecke. Und diesmal fange ich in Kanada an. C4 hat wieder eine Show, diesmal am 28.04. mit dem Namen Hell or High Water. Hier wird Kevin Blackwood seinen Titel verteidigen gegen einige Gegner. Angefangen mit Gabriel Fuerza. Der ist jetzt schon 10 Jahre aktiv, wurde von Santino Marella trainiert und ist vielleicht noch bekannt als Black Panther. Ich hoffe, da weiß Marvel nichts davon, beziehungsweise heißt er wahrscheinlich deshalb nicht mehr so, weil Marvel das rausgefunden hat. Ein weiterer Gegner ist Gringo Loco, vorher auch schon angesprochen bei Ring of Honor in einem Match gegen Hijo del Vikingo, das sogar ich gut fand und das will was heißen. Der nächste Gegner ist Junior Benito, der ist immerhin schon 4 Jahre aktiv, wurde von Evil Uno und Stu Grayson trainiert, der auch hier in diesem Match antritt. Also ein wenig Schüler gegen Lehrer. Und der letzte Teilnehmer in diesem Match ist Travis Williams, hat 5 Jahre Erfahrung und ist ja vor allem eben in Kanada aktiv. Vielleicht kennt ihn der ein oder die andere noch von AEW Dark. Da hat er Anfang des Jahres ein Match gegen Shoes Robinson gehabt. Ja, und der vorher erwähnte Evil Uno, der hat auch hier ein Singles-Match gegen Jung Jay Lee. Der hat nur 2 Jahre Erfahrung, wurde aber von Daniel Garcia und Kevin Blackwood trainiert. Also das ist doch schon mal eine gute Grundlage hier.
Ja, und am Ende komme ich zur wohl größten Independent-Show in dieser Woche oder auch in den nächsten Wochen. Prestige bittet wieder zum Roseland, diesmal die fünfte am 29.04. Ja, hier gibt es einige Top-Kämpfe, angefangen mit Kevin Blackwood, der hier auf Penta El Cerro Miedo trifft, und ein Daniel Garcia auf Robert Martyr, der ja auch so ein bisschen in den Independents beziehungsweise bei Prestige seine Story hat, dass er gegen alle möglichen Top-Gegner kämpft, damit er sich dort verbessert. Mal gucken, ob auch dieses Match zu einem besseren gehört. Dann gibt es noch ja fast eine Special Attraction. Effie trifft nämlich auf Drexel. Also zwei extravagante Charaktere. Brian Keith hat auch im Match fast schon Freund der Show, so wie wir ihn in letzter Zeit loben. Trifft auf Sonico, die kennen sich ja auch noch vom Battle of Los Angeles, da waren ja beide auch aktiv. Und auch hier gibt es natürlich einen Titelkampf. Prestige Tag Team Champions C4, also Cody Chun und Guillermo Rosas, treffen hier auf Midnight Heat, auch ein schönes Oldschool Tag Team. Tom Lawler hat hier auch ein Match gegen den einzig wahren Sean Spears, da vergebe ich jetzt schon mal 10 Brote. Was wieder was für die High-Flying-Freunde wird, ist das Match von Nick Wayne gegen Judas Icarus. Und auch hier gibt es nochmal einen Damenkampf. Liza Hall trifft auf Trish Adora von Ring of Honor und Mio Yamashita. Also auch hier dürfte es ordentlich zur Sache gehen. Ja, und schon sind wir auch am Ende dieser Show, unserer großen Jubiläumsfolge, die jetzt in der Preview-Ecke vielleicht nicht den ganz großen Knaller aufweist. Aber wir lassen uns da gerne überraschen. Ich bedanke mich wie für immer beim Zuhören, egal ob es live war oder später on demand. Alle Links findet ihr ja dann im Linktree, wenn ihr uns dort nochmal folgen wollt, auf Facebook, Instagram, Twitch und YouTube unter Saw Wrestling, auch bei Twitter Saw Wrestling unterstrich. Ja, danke auch wieder bei dir, Afotheke, fürs dabei sein und quatschen mit mir. Und hoffentlich sehen wir uns wieder in aller Frische und mit Top-Matches, die wir euch präsentieren können, nächste Woche. Bis dann. So ist es. Eine schöne Woche und wir hören uns in 7 Tagen wieder. Bis dann.